Jede Stunde hat mehr oder weniger das gleiche Grundgerüst. Das heißt, wir werden von oben nach unten den ganzen Körper durcharbeiten mit jeweils einem gewissen Schwerpunkt. Diese Woche ist es Hüfte. Regel Nummer 1, ganz, ganz wichtig bitte. Kein Schmerz, kein Klemmen, kein Stechen, kein Krampfen. Wenn irgendwas von diesen 4 Erscheinungen auftritt, bitte mach die Bewegung kleiner. Das zweite ist, langsam bewegen. Langsam bewegen, so damit das Gehirn und das Nervensystem mitbekommt, was ihr wo und wie bewegt. Also es geht hier darum, wie so eine Art Reset für das neuromuskuläre Feedback zu machen, und dazu ist es notwendig, dass ihr langsam übt. Es kann auch sein, dass ihr zwischendurch einfach mal die Augen zumacht, dann macht es bitte, das ist auf jeden Fall dienlich. Also sobald ihr wisst, wie die Übung ausschaut. Okay, der dritte Punkt ist, orientiert euch nicht so sehr an diesem Bewegungsausmaß, das ihr vielleicht bei mir seht, sondern es geht um die Qualität der Bewegung. Das ist das, was bei der Begrüßung dargestanden ist, improve, not impress. Also es geht nicht darum, irgendjemanden zu beeindrucken oder zu zeigen, wie toll beweglich ihr seid, sondern es geht darum, wirklich die optimale Qualität Entschuldigung, rauszuholen. Wir starten im Stehen, wir werden immer im Stehen starten. Und zwar nennt sich das maximale Atmung, also maximale Expansionsatmung. Im Stehen, so ähnlich wie in Tadasana, die Füße am Boden, die Hände in die Taille, das wird auch oft Superhero-Position genannt, und wirklich schiebt den Boden unter euch weg, reißt diese Matte oder diesen Boden unter euch gefühlt in 2 Teile, richtet euer Becken auf, Core ist aktiv. Core ist die gesamte Muskulatur zwischen Brustkorb und Becken. Also vorne, hinten, Taillen, alles aktiv. Verlängert über die Kopfkrone, also macht diese Wirbelsäule lang. Die Hände sind seitlich in der Taille. Und dann 3 tiefe Atemzüge. Atmet ein in den Bauchraum, in den Brustkorb, vorne in die Rippen, hinten in die Rippen, unter die Achseln, gerne vielleicht sogar ein bisschen hochschieben, unter die Schlüsselbeine. Und lang aus. Gerne auch mit laut. Nochmal tief einatmen in den Bauch. Nach vorne, in die Seiten, nach hinten, die Rippen, unter die Achseln, hoch unter die Schlüsselbeine. Alles maximal ausdehnen. Und wieder ganz raus. Letztes Mal noch. Tiefer Einatemzug, wirklich alles weit dehnen, diesen Brustkorb nach vorne, nach hinten, in die Seiten, nach oben, weiten, maximale Expansion, ausatmen, Luft geht raus. Wunderbar. Okay, gut, es geht weiter. Ich knie jetzt, wenn es für euch unangenehm ist, dann bleibt bitte stehen oder es setzt euch auf einen Stuhl. Wenn ihr die Beweglichkeit habt in den Kniegelenken und in den Sprunggelenken, vor allem dieses nach hinten Setzen, nützt es. Ja? Use it or lose it. Wir starten mit kontrollierten Gelenksrotationen. So wird das genannt und die Betonung ist auf kontrolliert. Ihr schaut vielleicht das erste Mal zu. Wir kreuzen die Hände vom Körper. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Und dann ist es ein Einrollen vom Kopf mit Kinn Richtung Hals. Ich rolle die gesamte Halswirbelsäule ein. Ich drehe den Kopf nach rechts. Darauf kommt eine Seitnage nach rechts. Von hier kommt eine Extension der Halswirbelsäule, beginnend zwischen den Schulterblättern. Am höchsten Punkt bleibe ich kurz. Dann geht es weiter nach links. Linkes Ohr Richtung linke Schulter. Nasenspitze Richtung linke Schulter. Und zurückkreisen. Richtung Brustbein. Okay, lass uns das gemeinsam machen. Wichtig ist, egal in welcher Position ihr seid, aktiver Core. Alles ist aktiv, bewegt wird lediglich in der Halswirbelsäule. Hände auf die Schultern, Core ist aktiv, Rippen nach innen. Und dann, wir beginnen mit der Flexion in der Halswirbelsäule. Das heißt, ihr beginnt unterhalb der Ohrläppchen einrollen, Kinn Richtung Hals und dann weiter Kinn Richtung Brustbein, Richtung Schlüsselbeine, bis es nicht mehr weitergeht. Hier bleiben, den Kopf nach rechts drehen, Nasenspitze zur rechten Schulter. Hier Seitneige, rechtes Ohr Richtung rechte Schulter. Kein Stechen, kein Klemmen, kein Schmerz. Von hier tief zwischen den Schulterblättern beginnend,
Extension, Streckung der Halswirbelsäule. Das heißt, ihr geht mit dem Kopf nach hinten, nach hinten, nach hinten, in der Mitte einmal kurz bleiben. Core ist aktiv. Einatmen, lang ausatmen, den Kopf weiter mit linke Schulter Richtung linkes Ohr, Seitneige, Nasenspitze Richtung linke Schulter und zurückkreisen, Kinn Richtung Brustbein. Bleibt hier, wir machen die Runde zurück, von hier dreht der Kopf nach links, Nasenspitze Richtung linke Schulter, linkes Ohr Richtung linke Schulter, Seitneige. Von hier aktiver Chor, Extension, Streckung der Halswirbelsäule, den Kopf nach hinten zurück, Blick Richtung Decke, an der höchsten Stelle kurz bleiben, ein und wieder aus, lang aus, weiter geht's mit der Seitneige nach rechts, rechtes Ohr Richtung rechte Schulter, Nasenspitze zur rechten Schulter und dann Halbkreis zurück zum Brustbein, von hier bei C7, beim letzten Halswirbel beginnend, aufrollen, bis der Kopf wieder da ist. Wunderbar. Gut, wir machen das Gleiche für die Brustwirbelsäule. Vielleicht die Kreuzung der Arme wechseln und jetzt gerne etwas kompakter halten. Jetzt ist umso wichtiger, Core, Core, Core. Also ganz wichtig, nicht diese Rippen rausploppen lassen und in den unteren Rücken rein, sondern ihr haltet die Bauchmuskulatur aktiv. Enges Paket. Dieses enge Paket macht einfach unseren Brustkorb, unsere Brustwirbelsäule nochmal kompakter. Bauchnabel nach innen, Core aktiv. Wir beginnen von T1, vom ersten Brustwirbel, also da, wo eure Hände ungefähr liegen, einrollen mit den Ellbogen Richtung Bauchnabel. Ihr versucht, den kleinsten, kompaktesten Ball zu machen, den es gibt. Und ihr hört in der Brustwirbelsäule auf. Bitte nicht mit der Nase zwischen die Knie. Okay, von hier. Das Brustbein dreht nach rechts, zur rechten Hüfte. Rotation. Seitneige, rechte Schulter, Richtung rechte Hüfte. Jetzt ganz wichtig, viel Core. Wir kreisen nach hinten zurück. Extension, wie bei der Rückbeuge im Yoga. Aus der Brustwirbelsäule, an der höchsten Stelle. Einmal bleiben. Einatmen, lang ausatmen, das beruhigt das Nervensystem, linke Schulter Richtung linke Hüfte, Brustbein dreht zur linken Hüfte und dann zurückkreisen zum Bauchnabel. Wir bleiben dort, Lap and Return, eine Runde zurück, wir drehen das Brustbein Richtung linke Hüfte, linke Schulter Richtung linke Hüfte. Viel Core, viel Core. Jetzt nach hinten. Maximale Kontrolle. Langsam, kein Stechen, kein Klemmen, kein Schmerz. An der höchsten Stelle bleiben. Einatmen. Ausatmen. Dann weiter. Rechte Schulter Richtung rechte Hüfte. Rotation. Brustbein Richtung rechte Hüfte. Und zurückkreisen. In die Mitte und langsam 12 Brustwirbel, von T12 beginnend aufrollen, Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel, bis ihr schließlich, tada, ganz aufgerichtet seid. Wunderbar, auflösen. Gut, es geht weiter im Vierfüßler. Klassisch gesamte Wirbelsäule mobilisieren. Alle aus dem Yoga kennen das, Cat-Cow, Hände unter die Schultern. Knie unter die Hüftgelenke. Wir machen zuerst 3 Durchgänge, globale Mobilisation. Das heißt, maximale Flexion, maximales Einrollen über Kopf und Becken. Schiebt die Hände in die Matte hinein, Nasenspitze Richtung Steißbein. Schiebt die Nieren hoch und bleibt kurz hier und wirklich versucht hinzuspüren, wo sind denn eure blinden Flecken? Wo sind diese blinden Flecke, die in der Körperlandkarte, wo habt ihr das Gefühl, ah, da komme ich nicht ganz hin. Okay, wir drehen um in die Extension, in die Streckung, Brustbein sinken lassen, Korb vom Becken anheben. Erfahrungsgemäß immer zwischen den Schulterblättern, da dürfte noch ein bisschen mehr Extension stattfinden. Also wirklich das Brustbein zwischen den Oberarmen nach vorne schieben, maximale Extension. Nochmal einrollen,
wirklich schiebt den Boden unter euch weg, mit den Händen, mit den Knien, schiebt den Bereich der Nieren weit nach oben. Maximale Flexion, vor allem in der Lendenwirbelsäule, da hapert es ganz oft. Dann Brustbein sinken lassen, Kopf vom Becken anheben. Maximale Extension, Brustbein zieht nach unten und versucht hier in der mittleren Brustwirbelsäule vor allem zu strecken. Da, wo die Schulterblattspitzen werden, hier ganz bewusst nochmal in die Extension arbeiten. Letztes Mal. Einrollen über Kopf und Becken, maximale Bogenspannung, schiebt den Boden unter euch weg, schiebt die Knie in den Boden hinein, zieht den Bauchnabel hoch, die Nieren hoch Richtung Decke und dann nochmal in die Extension. Kopf und Becken anheben, Brustbein sinken lassen, kontrolliert. Wir bleiben jetzt hier in der Extension. Und ihr stellt euch vor, euer Körper wäre in zwei Teile geteilt. Das heißt, der Oberkörper bleibt in der Extension, während jetzt vom Steißbein beginnend das Becken wieder einrollt. So würde das Becken alleine jetzt diesen Katzenbuckel machen. Okay, dann wieder zurück. Steißbein anheben. Jetzt geht das Becken ebenfalls mit der Lendenwirbelsäule in die Extension. Wir machen das nochmal. Oberkörper bleibt, lediglich das Becken rollt ein mit dem unteren Rücken und dann wieder Steißbeinspitze nach oben, vollständige Extension. Aus dieser vollständigen Extension der Wirbelsäule machen wir eine segmentale Bewegung. Das heißt, wir haben insgesamt 24 Wirbel, die sich bewegen, 5 Lenden, 12 Brust, 7 Halswirbel. Ihr beginnt mit der Steißbeinspitze, ihr rollt die ein, dann kommt das Kreuzbein, dann kommt der 5. Lendenwirbel, der 4., der 3., der 2., der 1., 12. Brustwirbel, 11., 10., 9., 8., 7., jetzt heißt es ungefähr zwischen den Schulterblättern, 6., 5., 4., 3., 2., 1., jetzt kommen noch 7 Halswirbel. 7. Halswirbel, 6., 5., 4., 3., 2., 1. Gesamte Wirbelsäule ist in maximaler Flexion. Und von hier wieder zurück in die Extension, beginnend beim Steißbein. Ihr hebt gefühlt die Steißbeinspitze an. Dann das Kreuzbein, L5, 4, 3, 2, 1, Brustwirbelkörper 12, 11, 10, 9, 8, 7, ist jetzt ungefähr in der Mitte zwischen den Schulterblättern, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt kommt die HWS, C7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maximale Extension der gesamten Wirbelsäule. Wunderbar. Wir lösen auf und wir kommen in den Kniestand mit einem Block zwischen den Knien. Wenn euch das von den Knien her unangenehm ist, nehmt gerne eine Decke drunter. Wenn aus welchen Gründen auch immer das mit den Knien gar nicht geht, dann steht bitte gerne mit einem Block zwischen den Beinen oder sitzt auch mit einem Block zwischen den Knien. Okay, also Kniestand mit Block zwischen den Oberschenkeln, zwischen den Knien. Gut, es gibt etwas, das nennt sich, das könnt ihr jetzt einfach mal so nehmen, das nennt sich Ninja-Hand. Und Ninja-Hand heißt nichts anderes, als dass wir den Arm ganz kräftig machen und bis in die Fingerspitzen strecken. Das ist eigentlich wie beim Yoga, wenn man sagt, Tadasana, und bis in die Fingerspitzen alles wirklich auf Spannung bringt. Ja, sodass die Hände nicht so floppy sind, sondern bis in die Fingerspitzen und bitte die Finger schließen. Okay, also diese Ninja-Hände sind magnetisch an euren Oberschenkeln fixiert. Die können zwar ein bisschen hin und her rutschen, aber die können nicht lösen. Ninja-Hände an den Oberschenkeln. Es geht los mit kontrollierten Gelenksrotationen Schulterblatt. Das heißt, Schulterblatt hoch zu den Ohren, nach hinten zur Wirbelsäule, nach unten Richtung Boden, nach vorne Richtung Brustbein und wieder nach oben. Maximaler Bewegungsumfang nach hinten Richtung Wirbelsäule, nach unten zum Boden,
nach vorne Richtung Brustbein, nach oben zu den Ohren, noch eine Runde nach hinten, nach unten, nach vorne, nach oben. Wir drehen um von oben, nach vorne zum Brustbein, nach unten zum Boden, nach hinten zur Wirbelsäule. Ist euer Core noch aktiv? Hoch zu den Ohren, nach vorne zum Brustbein, nach unten, nach hinten. Die Rippen bleiben vorne drinnen, hoch, vorne, unten, hinten und auflösen. Okay, gut. Das nächste, ich glaube, ich zeige es euch am besten von der Seite. Im Kniestand wirklich darauf achten, dass das nicht so ein lascher Kniestand ist, mit Gesäß nach hinten, sondern Becken über die Knie, Brustkorb übers Becken. Also wirklich Gelenk über Gelenk über Gelenk. Kopf in einer Linie. Drückt den Block, richtet das Becken auf, Core aktiv. Jetzt ganz wichtig, wir gehen zur Schulter über. Könnt gerne mit eurer zweiten Hand so vorne aufs Brustbein kommen. Das ist nur zur Kontrolle, dass ihr den Brustkorb nicht mitbewegt. Der Brustkorb bleibt jetzt wie in Zement gegossen und die Idee ist, dass ihr lediglich in eurer Schulter bewegt. Okay, ich zeige es euch nochmal am besten von dieser Seite. Also, Knie in den Boden, Scheitelpunkt des Kopfes verlängert nach oben, Becken ist aufgerichtet, mehr aufrichten, als ihr glaubt, ihr müsstet, Bauchnabel nach innen, Core ist aktiv, drückt den Block. Linke Hand ans Brustbein, Ninja-Hand an der rechten Hüfte. Jetzt den Arm nach vorne oben hoch, weiter bis euer Oberarm neben eurem Ohr ist. Jetzt eindrehen vom Oberarm, ihr dreht den Bizeps nach vorne, sodass jetzt der Daumen nach vorne schaut und die Kleinfingerseite zur Wand hinter euch. Ihr reicht mit der Hand so weit nach hinten zurück, wie es nur irgendwie geht, ohne den Brustkorb mitzudrehen. Und ihr dreht den Arm weiterhin ein. Ihr schließt den Kreis, bis ihr wieder bei eurer Hüfte seid. Diesmal mit dem Handrücken seitlich an eurer Hüfte. Frage? Becken aufrecht, Core aktiv, Block noch gedrückt. Wunderbar. Dann Arm nach hinten zurück, maximale Extension. Ihr greift mit dem Daumen so weit nach hinten zurück, bis es nicht mehr geht. Nicht ausweichen. Oberkörper bleibt aufrecht. Jetzt aufdrehen, Außenrotation, Daumen und Bizeps drehen nach oben Richtung Decke. Und so weit es geht, macht den größten Kreis ohne Stechen, ohne Klemmen, ohne Schmerz. Dreht weiterhin aus, sodass jetzt der Oberarm wieder neben eurem Ohr ist. Die Kleinfingerseite schaut nach vorne. Und ihr vollendet den Kreis mit der Handfläche neben eurer Hüfte. Wunderbar. Zweite Seite. Ich zeige euch das mal von vorne, damit die Verwirrung vollständig ist. Okay. Block drücken. Becken aufrecht. Core aktiv. Rippen drin. Scheitelpunkt des Kopfes nach oben, Kinn schaut tendenziell nach unten. Achtung, dass der Kopf nicht nach vorne ausweicht. Okay, rechte Hand aufs Brustbein, dann Ninja-Hand an der linken Seite, vielleicht doch lieber seitlich. Und los geht's. Mit diesem langen, kräftigen Arm nach vorne hoch, nur im Schultergelenk, nichts sonst. Ganz nach oben, bis der Oberarm neben eurem Ohr ist. Achtung, sind die Rippen hoch? Rippen sind drin, Core ist aktiv. Hier eindrehen, Innenrotation in der Schulter, das heißt den Bizeps und den Daumen nach vorne drehen. Okay, greift so weit nach hinten zurück, den größten Kreis, den ihr nach hinten machen könnt und ihr dreht weiterhin euren Arm ein, sodass jetzt, wenn ihr den Kreis dann fertig habt, euer Handrücken neben eurem Hüftgelenk ist. Die Hälfte vom Kreis. Dann Retour. Als erstes so weit nach hinten zurückstrecken, wie es geht, ohne dass der Körper mitgeht. Maximale Aktivität, Core aktiv, Block gedrückt. Hier Außenrotation, Daumen nach oben, Bizeps nach oben. Ja, nicht nur Pronation, wirklich im Schultergelenk alles aufdrehen, Bizeps nach oben. Den größten Kreis, den ihr mir geben könnt, weit nach oben. Kontrolliert. Wunderbar. Bis der Oberarm neben eurem Ohr ist. Kleinfingerseite schaut nach vorne.
Und dann den Arm zurück, neben eure Hüfte, lange Wirbelsäule. Wunderbar. Und auflösen. Sehr gut. Okay. Gut. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schulterblätter, Schultern. Das lasst sich nicht von der Hüfte trennen, und zwar über die Muskelketten. Ja? Jetzt wird's ernst. Jetzt starten wir mit der Hüfte. Ein paar von euch kennen das schon. Wir arbeiten an der Wand, beziehungsweise so, dass für euch jetzt logistisch ein Riesenaufwand wird. Vielleicht habt ihr einen Stuhl oder irgendwas, wo ihr euch ein bisschen halten könnt. Es geht nur darum, dass ihr für die Stabilität etwas habt, dass das Gleichgewicht nicht das Thema ist. Bitte unbedingt eine Decke oder ein Kissen und das Knie, weil wir bleiben da ungefähr 3 Minuten kniend und das ist für die meisten schon eine ziemliche Herausforderung. Okay, gut. Gerade schauen, dass ich nichts vergiss in meiner Begeisterung. Okay, gut. Wir starten, das rechte Bein ist aufgestellt und euer linkes Bein ist auf der Decke in diesem Halbkniestand. Und wie gesagt, alles das, wo ich mich jetzt hier halte, das dient lediglich dem Gleichgewicht. Okay, hier ganz wichtig, drückt euer Schienbein in den Boden hinein, so als würdet ihr so hochkommen wollen. Drückt das Schienbein in den Boden hinein. Richtet euer Becken auf. Und hier wirklich richtet es mehr auf, als ihr glaubt, ihr müsstet es aufdrehen. Gut, lange Wirbelsäule, Scheitelpunkt des Kopfes schiebt nach oben. Wir versuchen jetzt diese Hüfte, die gerne so komprimiert ist, wo alles drauf hängt, wir versuchen Raum zu schaffen, Platz zu schaffen. Knie geht nach unten, Scheitelpunkt des Kopfes geht nach oben. Becken ist aufgerichtet, Core ist aktiv. Es ist so verführerisch, hier den Brustkorb nach vorne und vielleicht dann auch noch in diese Dehnung hineinzugehen. Wissen wir aber, das macht keinen Sinn, weil der Hüftbeuger hier hinten ansetzt, an der Lendenwirbelsäule, an den Lendenwirbelkörpern. Also Becken aufrichten, Rippen nach innen, Schultern weit, nicht hinten zusammen, Schultern weit am Brustkorb. Okay, wir müssen relativ lang hier bleiben, darum quatsche ich auch so viel. Also ihr kennt es mir ja alle, ich quatsche prinzipiell viel, aber jetzt halt, um auch die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Wir brauchen diese 2 Minuten mit dieser Spannungslinie. Ihr solltet die Spannung an der Oberschenkelvorderseite entlang eurer Hüfte, eurer Leiste, vielleicht sogar bis unter den Rippenbogen hineinspüren. Das ist der Verlauf von dieser Beugekette. Okay, gut. Ich denke, wir haben ungefähr 2 Minuten. Drückt nochmal ordentlich euren Unterschenkel in den Boden hinein. Macht euch nochmal ganz groß. Gut. Jetzt zieht mit 20% eurer Kraft beginnend die linke Ferse über eure Hamstrings aktiv zu eurem Gesäß und schaut, dass ihr bis zu 80% eurer maximalen Leistung kommt. Wenn es da krampft, so wie bei mir, ich bin ganz kurz vorm Krampf, dann nennt man das eine neurologische Verwirrung. Das heißt, die Hüftbeuger sind viel zu dominant. Okay, bisschen weniger machen. Kein Stechen, kein Klemmen, kein Schmerz, kein Krampf. Und dann langsam und kontrolliert wieder sinken lassen. Okay, hat sich irgendwas am Körper verändert? Nein? Top. Nochmal, Becken aufrichten. Core ist aktiv. Diese lange, lange, lange Wirbelsäule. Wir versuchen hier Raum zu schaffen, damit dieses Gelenk bewegen kann. Gut. Dann zweiter Durchgang, 10 Sekunden Lift-Off. Dieses Hochheben von der Ferse beginnt mit 20%. Beim zweiten Mal ist oft besser, weil jetzt das Nervensystem weiß, okay, das will sie. 80%. Greatest, safest effort. Also der größtmögliche sichere Anspruch an eure Muskulatur, den ihr aufbauen könnt. 8, 7, 6, 5. Rippen sind drinnen, Bauch ist aktiv, Becken ist aufgerichtet. 3, 2, 1 und langsam wieder zurück. Okay, sehr gut. Zweite Seite. Gut.
Und ich hoffe, es ist euch auch schon ein bisschen warm. Ihr solltet wirklich spüren, dass es so ganz Körperübungen sind, dass da, es darf zittern, es darf wackeln, es darf wirklich anstrengend sein, obwohl es so nach nichts ausschaut. Okay, wir bauen unsere Line of Tension, unsere Spannungslinie wieder auf. Ihr drückt den Fußrücken und dieses Schienbein in den Boden hinein, als würdet ihr das Knie hochheben wollen. Drücken, drücken, drücken. Ihr schiebt zusätzlich noch dieses rechte Knie in den Boden hinein und vom Knie weg die Kopfkrone nach oben. Ihr schaut, dass ihr wirklich diese lange, lange, lange Wirbelsäule habt. Ihr richtet das Becken auf, mehr als ihr glaubt, ihr müsstet. Und hier wirklich, hier soll die Pobacke, die rechte, ordentlich fest werden. Das ist jetzt genau das, was wir hier brauchen, diese Hüftextension. Also die darf richtig fest werden. Core ist aktiv, Rippen nach innen. Vom Gefühl her, diese Weite in den Nieren, die wir bei Cat-Cow uns erarbeitet haben, die wollen wir. Und dahin atmet bitte. Atmet in den unteren Rücken, atmet in die Nieren. Versucht hier Raum zu schaffen. Die meisten von uns hängen in dieser Extensions-Kompensionsstrategie. Und wir müssen hier Weite schaffen fürs ISG, für die Bandscheiben, für die Wirbelgelenke, fürs Hüftgelenk, für die Schulter. Also hier aufrichten. Mehr als ihr glaubt, es ist notwendig. Aktiver Core, Schienbein drückt noch immer, Schultern sind breit am Rand von eurem Brustkorb, maximale Länge in der Wirbelsäule. Wir sollten jetzt, denke ich, 1,5 Minuten haben, also achtet noch drauf, dass ihr diese Line of Tension haltet. Diese Zeit, diese 1,5 bis 2 Minuten braucht das Nervensystem, um diese Schutzspannung am Ende einer Gelenksbewegung, um die ein bisschen abzubauen, die zu reduzieren. Und erst wenn diese Schutzspannung weg ist, dann können wir wirklich eine strukturelle Veränderung im Gewebe erreichen. Davor ist es eine Spannungsveränderung, die ist ganz nett, wenn wir uns da kurz reinhängen und dehnen und morgen ist die weg. Wir wollen strukturell was verändern. Ich denke, es sind schon 2,5 Minuten. Also, lift off. Langsam die rechte Ferse hoch zu eurem Gesäß, beginnt bei 20%, steigert auf 80%. Rippen bleiben drin, atmet nach wie vor in eure Nieren, in diesen unteren Rücken, schafft Raum, schafft Länge. Jawohl, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bei mir zittert schon alles, 1, langsam hinunter, kontrolliert. Diese exzentrische Aktivität genauso wichtig. Nochmal, neues Setup, Becken aufrichten, Core aktiv, Rippen nach innen, breite Schultern, Luft in die Nieren. Und dann geht's los, Ferse hoch, Richtung Gesäß. Von 20% auf 80%, kein Stechen, kein Klemmen, kein Schmerz, kein Krampfen. Für 10, 9, 8, 7, 6, Becken aufrichten, 4, Core aktiv, 3, 2, 1 und langsam wieder zurück. Und dann erst löst der restliche Körper auch auf. Wunderbar, sehr gut. Dann das nächste ist, ihr kennt das zum Teil aus dem Yoga, das ist so eine Variante vom liegenden Krokodil. Hier wird es Slippers Stretch genannt, es geht um die Innenrotation im Hüftgelenk. Ich zeige euch zuerst 3 Varianten von dieser Position und ihr wählt dann, welche Variante für euch die beste ist. Klassische Variante ist Rückenlage. Die Füße sind mattenbreit und beide Knie gehen auf eine Seite. Und das, was wir dann hier machen, ist, dass wir den Knöchel aufs Knie bringen. Jetzt, wenn das für euch nicht möglich ist, wegen dem Rücken, wegen der Hüfte, gibt es die Variante auf den Unterarmen, dann wird es schon ein bisschen besser. Oder wenn euch das auch noch unangenehm ist, dass ihr wirklich auf den Händen seid, ja, und hier in die Position geht. Also, wählt die Variante, die für euch gut möglich ist, am Rücken liegend, auf den Unterarmen stützend oder auf den Händen stützend. Gut, also,
Wir kommen in die Rückenlage, gerne Kissen und dann Kopf. Das hilft, dass die Wirbelsäule wirklich in dieser langen Position ist. Die Füße sind mattenbreit, ganz bewusst etwas breiter. Lasst beide Knie nach rechts sinken. Und das ist jetzt für eure linke Hüfte eine Innenrotation. Achtet hier bitte drauf, dass ihr hier jetzt schon so ein bisschen Länge in den unteren Rücken reinbringt. Das heißt wieder Schambein hoch Richtung Bauchnabel, aktiver Core. Auch hier achten wir drauf, dass die Rippen nicht zur Decke hochploppen. Die Rippen nach innen. Wir wollen hier diese Muskelwand zwischen den Rippen und dem Becken aktiv haben. Wer mag, kann schon den rechten Knöchel aufs linke Knie drauflegen, so dass ihr schon etwas tiefer in diese Position hineinkommt. Achtet aber bitte unbedingt darauf, dass ihr das Becken aufrichtet, also das heißt das Schambein hoch Richtung Bauchnabel, so dass ihr wieder nach wie vor diesen langen, tiefen Atem in eure Nieren hinein. Und ihr wisst, das ist nur ein Bild. Es ist schon klar, ihr könnt es nicht in die Nieren hineinatmen, aber diesen unteren Rücken mit Luft füllen, um Platz zu kreieren, um Raum zu schaffen über den Atem. Und dieses lange, gleichmäßige Ausatmen, gerne auch ein bisschen durch die Lippenbremse, durch dieses Pff, wenn ihr mögt, das dient dazu, das Nervensystem zu beruhigen, diese Schutzspannung runterzufahren, diesen Sympathikus-Tonus, diesen Stresszweig von unserem Nervensystem, der zuständig ist für Fight, Flight und Freeze, dass wir den runterfahren. Okay, gut. Wieder versucht, die Zeit ein bisschen in die Länge zu ziehen, indem ihr auch ein bisschen was erzählt. Achtet darauf, dass ihr die Position wirklich, dass ihr diese Spannungslinie nach wie vor habt. Okay, jetzt geht's los mit isometrischen Anspannungen. Das heißt, euer Knöchel, euer rechter Knöchel drückt das Knie nach unten, während euer linkes Knie gegen den Knöchel nach oben drückt, Richtung Decke. Ihr beginnt bei 20%. Und steigert bis 80% von dem, was sich in eurem Körper gut und richtig anfühlt. Kein Stechen, kein Klemmen, kein Schmerz, kein Krampfen. Wir beginnen. 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ihr atmet bitte ruhig und gleichmäßig. 3, 2, 1. Langsam diese Spannung lösen, ohne die Position zu verändern, und jetzt zieht aktiv über eure Muskulatur dieses linke Knie von eurem Knöchel weg. Das wird nicht passieren, aber ihr zieht das Knie weg von eurem Knöchel nach unten, Richtung Boden, in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ihr müsst jetzt die Gegenspieler aktivieren. Für 10, 9, 8, 7, 6, Core ist aktiv zur Erinnerung, 4, 3, 2, 1, in dieser neuen Position, diesen neu gewonnenen Weg, diesen neu gewonnenen Raum in der Hüfte wollen wir behalten. Hier nochmal das Drücken. Ihr drückt mit dem Knöchel gegen das Knie nach unten, während euer linkes Knie gegen den rechten Knöchel nach oben drückt, Richtung Decke. Für 10, 9, das Becken ist bitte aufgerichtet. 8, 7, 6, 5, 4, es sollte schon ein bisschen zittern, 3, 2, 1, lösen langsam und in die Gegenrichtung. Ihr zieht euer linkes Knie weg von eurem rechten Knöchel nach unten Richtung Boden und ihr zieht auch hier 80%, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ihr zittert, 3, 2, 1, und lösen. Okay, jetzt erst die Position auflösen. Puh, Schwerstarbeit. Und dann lasst uns die Knie gleich nach links bewegen. Könnt euch eventuell nochmal das Kissen nachpositionieren. Also wirklich, der restliche Körper soll
ziemlich gemütlich haben. Ja, wir wollen diese ganze Schutzspannung möglichst runterfahren. Also die Knie sind nach links positioniert. Das heißt, wir haben in der rechten Hüfte eine Innenrotation. Und auch hier wieder, ihr werdet merken, ihr habt unterschiedliche Seiten, die hat jeder, das ist ganz normal. Auch hier wieder ein bisschen diese Beckenaufrichtung, das heißt Schambein Richtung Bauchnabel. Wer möchte, kann gerne schon etwas tiefer in die Haltung hineingehen, indem ihr den Knöchel schon auf das Knie drauflegt und achtet aber nach wie vor darauf, dass ihr aktiven Core habt, dass die Schultern möglichst satt aufliegen, dass der Nacken lang ist, dass ihr in den Bereich des unteren Rücken hineinatmet. Von der Vorstellung her, mit dem Einatmen schafft ihr Platz in diesem unteren Rücken, als könntet ihr die Nieren aufblustern und dann lang und gleichmäßig ausatmen. Gerne auch wieder durch die Lippen, diese Lippenbremse, dieses langsame, verlängerte Ausatmen, das senkt wieder diesen Stresszweig in unserem autonomen, in unserem vegetativen Nervensystem. Diese Fight-Flight-Freeze-Reaktionen. Und das sind auch jene Zustände im Nervensystem, die uns Beweglichkeit stehlen. Weil wenn es um die Wurst geht, wie es bei uns in Tirol so schön heißt, also wenn es ums Leben geht, dann ist egal, woher diese Bewegung kommt, ob die aus der Hüfte kommt, aus der Lendenwirbelsäule oder aus einem kleinen Finger. Der Körper will fliehen oder kämpfen oder er friert ein. Ja, darum ist es so wichtig, dass wir diesen Tonus im Nervensystem, diese Spannung runterbringen, wenn wir wirklich strukturell was verändern wollen. Und die Innenrotation in der Hüfte ist der Parameter, an dem ihr abmessen könnt, wie gesund, wie vital ist eure Hüfte. Die Innenrotation ist das, was als erstes verloren geht. Okay, wahrscheinlich haben wir jetzt 3 Minuten schon geredet. Lasst uns loslegen. Nochmal, Core ist aktiv, Becken ist aufgerichtet. Euer Knöchel drückt gegen das Knie und das Knie drückt gegen diesen Knöchel. Ihr beginnt mit 20% bis zu 80%. Greatest, safest effort. Kein Stechen, kein Klemmen, kein Schmerz, kein Krampfen für 10, 9, 8, 7, 6, 5, Keus aktiv, ihr atmet, 3, 2, 1, langsam, genauso langsam wieder lösen, wie ihr aufgebaut habt und dann in die Gegenrichtung. Ihr zieht mit eurer Muskulatur dieses Knie, dieses rechte nach unten Richtung Fußboden. Das heißt, ihr verstärkt hier jetzt die Innenrotation. Ihr zieht für 10, 9, 8, langer Rücken, Rippen sind drin, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In dieser neuen Position, diese 3 mm, die wir uns erarbeitet haben, beginnt wieder das Drücken. Knie drückt gegen den Knöchel, Knöchel drückt gegen das Knie, beginnt mit 20%, steigert auf 80%. Und haltet für 10, 9, ganz wichtig, atmen, 7, 6, 5, langes Ausatmen, 3, 2, 1, langsam lösen und in die Gegenrichtung. Ihr zieht aktiv, aktiv, aktiv euer Knie nach unten. Ihr werdet merken, beim zweiten Mal kann das Nervensystem schon besser diese Muskeln ansteuern. Für 8, 7 und zieht, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und langsam auflösen, aus der Haltung herauskommen. Wunderbar, sehr gut. Das war die Hüftinnenrotation. Als nächstes Hüftaußenrotation. Und auch die Übung kennt ihr wahrscheinlich aus dem Yoga, also für die, die im Yoga sind, ganz klassisch, Nadelöhr, Sukhiranasana, allerdings an der Wand. Ich nehme mir den Block als Kissen unterm Kopf, weil ich das sehr angenehm finde. Für die, die noch nicht wissen, wohin die Reise geht, in Rücklage, Beine in 90 Grad, Knöchel aufs Knie. Okay. Also, ihr könnt schon loslegen. Ich hoffe, es geht akustisch einigermaßen hier
Es heilt ein bisschen, es tut mir leid. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Rückenlage. Die Hüften sind 90 Grad gebeugt, die Knie sind 90 Grad gebeugt. Rechter Knöchel aufs linke Knie. Und auch hier, ihr habt es wahrscheinlich schon befürchtet, wir müssen ein bisschen in der Position bleiben. Das heißt, auch hier wieder diese Line of Tension, diese Spannung, solltet ihr an der Außenseite eurer rechten Hüfte spüren. Achtet darauf, dass die Taillen gleich lang bleiben, dass der Abstand zwischen Brustkorb und Beckenkamm lang bleibt. Auch hier wieder, der Rücken liegt großflächig auf, die Schultern liegen großflächig auf. Atmet in die Rückseite eures Körpers. Schafft Raum durch das Einatmen. Langes Ausatmen und wirklich darauf achten, dass die Taillen gleich lang bleiben. Okay, gut. Es geht los mit unserer isometrischen Anspannung. Das erste ist immer das Drücken. Das heißt, ihr drückt euren rechten Knöchel in dieses linke Knie hinein. Wer möchte, kann es noch verstärken, indem ihr die rechte Hand an das rechte Knie legt und ihr drückt mit dem Knie, mit dem rechten von der Wand weg zu euch heran, während der Knöchel in euer linkes Knie, also Richtung Wand hineindrückt. Und ihr drückt beginnend mit 20% hinauf auf 80% für 10. 9, Quads aktiv, Rippen sind drinnen, 6, 5, Schulterblätter sind breit, 3, 2, 1. Jetzt zieht euer Knie weg von eurer Hand, das Knie Richtung Wand und den Knöchel gefühlt von eurem Knie weg zu euch her. Das wird nicht passieren, aber das ist der Impuls. Knie zur Wand, Knöchel zu euch. Für 10, 9, 8, 7, 6, aktiver Core, Rippen sind drin, 3, 2, 1 und auflösen. Gut, Seite wechseln. Linker Knöchel aufs rechte Knie. Auch hier wieder diese Line of Tension suchen, diese Spannung in der Außenseite von eurer Hüfte. Und hier Taillen sind gleich lang. Schultern liegen ganz satt und breit auf. Bauchnabel etwas nach innen ziehen, wirklich diesen aktiven Core dreidimensional um die ganze Taille herum enger werden. In die Rückseite des Körpers hineinatmen, dieses Aufplustern der Nieren, sodass Raum entsteht, dass Platz entsteht. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu wenig Spannung, dann etwas näher zur Wand heranrutschen. Ansonsten bleibt hier, atmet ruhig und gleichmäßig, Rücken liegt auf, Rippen gehen nach innen, Taillen sind gleich lang. Und dann beginnen wir wieder mit dem Drücken. Knöchel drückt in euer Knie und ihr könnt die linke Hand zusätzlich noch an das linke Knie legen und das Knie drückt gegen die Hand, der Knöchel drückt in euer rechtes Knie. Es ist die Bewegung, als würde euer Knöchel zur Wand und das Knie zu euch heran. Startet bei 20%, steigert auf 80%, kein Klemmen, kein Stechen, kein Schmerz, kein Krampfen. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen und ihr zieht das Knie weg von eurer Hand und gefühlt den Knöchel weg von eurem Knie. Es ist diese Gegenbewegung. Sucht diese Muskeln, versucht das anzusteuern mit 20%, 30, 40 bis 80%.
zieht das Knie weg von euch, zieht den Knöchel heran zu euch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auflösen. Okay, gut, geschafft. Das war die Außenrotation. Was uns als nächstes noch bevorsteht, sind die Adduktoren. Die Adduktoren ist die Oberschenkelinnenseite und dazu gibt es eine Haltung, die nennt sich, also im FRC wird das Tactical Frog genannt, Froschposition, so wie im Yoga Mandukasana, also diese Froschhaltung. Ich zeige es euch zuerst mal vor. Wir kommen auf die Unterarme und als würde im Vierfüßler die Knie und die Unterschenkel auseinanderrutschen. Das ist der Frosch. Jetzt ganz wichtig ist, kein Hängen im unteren Rücken. Ja? Die Rippen nicht nach unten durchsausen lassen, sondern ihr hebt die Rippen hoch, ihr schiebt die Unterarme in die Matte hinein. Ihr könnt schon loslegen. Also ihr seid auf den Unterarmen, die Knie sind zur Seite geöffnet. Achtet mal drauf von den Füßen, was sich für euch besser anfühlt. Ich habe es am Anfang ganz gern, wenn die Fußspitzen in Verlängerung des Unterschenkels sind. Könnt ihr aber auch die Fußspitzen etwas nach außen nehmen. Für diese kurze Zeit ist das okay. Das Wichtigste aber ist aktiver Core. Ihr schiebt die Ellbogen rein, das aktiviert den Serratus anterior. Ihr zieht die Rippen nach innen und ihr kippt das Becken, als würdet ihr das Kippbecken aufrichten. Solltet ihr jetzt eigentlich schon recht eine gute Spannung in der Oberschenkelinnenseite spüren und vielleicht zittert auch der Bauch schon ein bisschen. Auch das ist gut so. Jetzt beginnt wieder die erste Aktivität, das heißt, es ist das Zusammendrücken der Knie, als würdet ihr ein Buch zusammenklappen. Also ihr drückt die Knie in den Boden, als würden die Knie schließen wollen. Ihr beginnt mit 20%, steigert euch auf 80%. Zur Erinnerung, euer Core ist aktiv. Die Schultern sind weit, Serratus anterior ist aktiv. Ihr drückt für 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsam lösen und vielleicht können die Knie ein bisschen auseinanderrutschen und ihr zieht diese Knie auseinander, ohne dass das Becken kippt, ohne dass die Rippen nach unten sinken, ohne dass ihr zwischen den Schulterblättern kollabiert. Ihr zieht die Knie auseinander, als wolltet ihr dieses Buch noch weiter öffnen. Ihr zieht mit 20% auf 80%. Kein Stechen, Klemmen, Schmerz oder Krampfen. Und ihr zieht für 10, 9, Core ist aktiv, Bauchnabel hoch, 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 Rippen rein. 5, 4, 3, 2, 1, langsam auflösen. Viel Glück beim Rauskommen aus der Haltung. Na, na, Spaß. Okay, gut. Das war der Tactical Frog, dieses Öffnen. Und das nächste, was wir machen, ist der halbe Frosch. Und der halbe Frosch, kann man sich vorstellen, ist ungefähr das, nur auf einer Seite. Ich zeige euch zuerst die Ausgangsposition. Und zwar ist das Bauchlage. Ihr hebt den Kopf ein bisschen hoch. Ihr könnt dann einfach den Kopf auf eure Hände legen. Und ihr zieht ein Knie heran. Und das war's dann auch schon. Das ist der halbe Frosch. Der halbe Frosch. Und vielleicht schaut ihr kurz nochmal zu eurem Bildschirm, damit euch dann klar ist, was wir machen. Wir machen nämlich Innenrotation in diesem halben Frosch. Wichtig auch hier ist, dass ihr nicht ins Kreuz hohl geht, dass der Popo nicht nach oben geht, sondern ihr versucht, euer Schambein so gut es geht nach unten zu bringen und dieses Knie, soweit es geht, zur Seite hinauszuschieben. Dann drückt dieses Knie in den Boden hinein. Und ihr hebt die Ferse hoch, ohne dass das passiert. Also ohne, dass der Popo hochgeht. Schambein bleibt unten. Okay, Innenrotation, Hüfte im halben Frosch. Muss gerade schauen. Na, passt.
Okay, gut. Gerne die Stirn auf die Hände legen und nochmal ganz bewusst das Schambein Richtung Matte bringen. Das wird jetzt nicht richtig funktionieren, weil ja ein Knie zur Seite abgespreizt ist, aber versucht, so gut es geht, diesen unteren Rücken wieder lang zu machen. Versucht, diesen unteren Rücken mit eurem Atem zu füllen. Zieht den Bauchnabel weg von der Matte, hoch Richtung Zimmerdecke. Okay, alles das bleibt, Schultern sind weit, Nacken ist lang. Ihr drückt euer Knie in den Boden, ihr zieht die Fußspitze Richtung Schienbein, damit das Sprunggelenk verriegelt ist. Und jetzt, wie hoch könnt ihr eure Ferse anheben, ohne dass ihr Bewegung aus dem unteren Rücken stehlt. Unterer Rücken ist lang, füllt den unteren Rücken mit Luft, drückt dieses Knie in den Boden und schiebt die Ferse nach oben. 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, langer unterer Rücken, 1, langsam den Fuß zurück. Richtung Boden. Wunderbar. Zweite Seite. Gut, aus der Bauchlage zieht euer rechtes Knie nach oben. Ich drehe mich mal kurz um, damit meine Halswirbelsäule nicht immer in die gleiche Richtung schauen muss. Okay. Wenn es geht, rechter Winkel, rechter Winkel. Und hier nochmal ganz bewusst, Schambein Richtung Boden. Also das sollte richtig gut das Becken aufgerichtet sein. Da darf auch der Po wieder ein bisschen fest werden. Zieht den Bauchnabel weg von eurer Matte. Drückt auch die Ellbogen, die Unterarme etwas in die Matte hinein. Habt einen langen Nacken, Schulterblätter weg von den Ohren. Okay, wenn jetzt der Körper gut stabil ist, es geht nur um die Hüfte, wir wollen nirgendwo sonst bewegen, drückt das Knie in den Boden, Fußspitze zum Schienbein und dann beginnt die Ferse anzuheben Richtung Decke. Wie hoch könnt ihr die Ferse hochheben, ohne dass ihr im unteren Rücken kollabiert, ohne dass der Bauchnabel zurückploppt auf die Matte? Ohne, dass die Schultern aufhören zu drücken und die Unterarme. Und ihr hebt diese Ferse hoch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann langsam wieder zurück Richtung Boden. Sehr schön. Gut, wunderbar. Dann das nächste, was wir machen, ist kontrollierte Gelenksbewegung fürs Hüftgelenk in der Seitenlage. Und macht euch nichts draus, wenn das jetzt nicht beim ersten Mal sofort funktioniert. Man braucht ein bisschen, bis man sich im Raum orientiert und von daher, das schafft ihr schon. Gut. Wir starten in Seitenlage auf der rechten Seite und hier ist es ganz gut, wenn ihr den Bildschirm seht. Ich versuche euch, so gut es geht, verbal durchzuleiten. Es bringt auch gar nichts, wenn ihr euch das jetzt einmal kurz zeigt, weil es ist so verwirrend. Wir machen das gemeinsam, das schaffen wir. Seitenlage rechts. Gerne, ich nehme sehr gerne hier immer den Block, weil der schön stabil ist. Und die Arme aufeinander. Das heißt, die Arme sind von euch weggestreckt nach vorne. Die Beine sind im rechten Winkel. Und hier ist ganz das Gleiche. Ihr lasst nicht die Taille kollabieren, sondern ihr habt gleich lange Taillen. Das heißt, ihr schiebt die obere Beckenhälfte etwas weg. Aktiver Chor, also nicht im Kreuz hohl liegen. Die Rippen ploppen nicht nach vorne raus, sondern Rippen nach innen, Bauchnabel nach innen. Und diese Bauchwand ist ganz, die ist ganz aktiv, so wie eine Trommel. Kannst du auch kurz einmal selber trommeln, das soll fest sein. Ja? Okay, euer unterer Arm drückt in den Boden rein. Euer unteres Knie drückt in den Boden hinein. Die zweite Hand liegt um oder ist an eurem Becken, je nachdem. Okay, bewegt wird jetzt in der linken Hüfte. Kontrollierte Gelenksbewegung, linke Hüfte und sonst nirgends. Okay, zieht euer linkes Knie hoch zu eurem Brustbein, ohne dass das Becken mitgeht. Becken bleibt.
reine Hüftflexion, Fußspitze Richtung Schienbein, aktiver Core. Arm und Knie drücken in den Boden hinein. Jetzt hebt das linke Knie mit dem Unterschenkel hoch Richtung Decke, ohne dass euer Becken nach hinten rollt. Reine Abduktion in der Hüfte. Das Knie bleibt im Raum stehen und ihr schwenkt eure Ferse zur Wand hinter euch. Innenrotation. Dabei kann der Fuß ein bisschen auch nach oben Richtung Zimmerdecke gehen. Aber wichtig, kein Kreuz holen. Unterer Rücken bleibt lang. Jetzt schiebt dieses gesamte Bein hinter euch. Schiebt alles so hoch und so weit nach hinten, wie es irgendwie geht, ohne dass ihr im unteren Rücken kollabiert. Und irgendwann geht es dann immer weiter. Dann lasst den Oberschenkel sinken und kommt zurück zur Mittellinie, zurück in die Ausgangsposition. Das war die erste Runde. Wir machen gleich eine zweite. Nochmal. Rechter Arm, rechter Knie, drücken in den Boden rein, aktiver Core, Rippen nach innen, Taille lang. Zieht das linke Knie hoch in die Flexion, reine Hüftflexion, Becken bleibt. Anheben, Knie und Fuß Richtung Decke, Abduktion, ohne dass das Becken nach hinten rollt. Knie bleibt im Raum und ihr dreht den Fuß zur Wand hinter euch. Innenrotation in der Hüfte, das haben wir jetzt alles schon gemacht. Und dann schiebt alles so hoch und so weit nach hinten zur Wand hinter euch, wie es nur geht. Und euer Gesäß sollte zittern. Okay, wenn es nicht mehr weitergeht, dann zurück zur Mitte und zurück zu eurem Bodenbein. Wir machen zwei Runden in die umgekehrte Richtung. Wieder Core aktiv, Arm und Knie drücken in den Boden hinein. Jetzt Extension in der Hüfte, schiebt den Fuß zur Wand hinter euch, sodass ihr in der Hüfte streckt, ohne dass das Becken mitgeht und ihr im unteren Rücken kollabiert. Der Fuß bleibt, wo er ist, und ihr hebt lediglich das Knie hoch. Außenrotation. Okay, das Becken bleibt unverändert, wirklich ehrlich sein. Und dann alles so hoch es geht Richtung Decke und dann zieht das Knie zu euch nach vor in die Flexion und dann zurück zur Mittellinie. Zweite Runde. Genau, nach hinten zurückschieben, weg von euch. Der Fuß schiebt nach hinten zur Wand hinter euch. Reine Hüftextension, keine Extension im unteren Rücken. Dann Knie hoch, Fuß bleibt, wo er ist, Außenrotation. Jetzt, ohne dass das Becken sich mitbewegt, alles nach oben, Richtung Decke und nach vorne zu euch. Und dann zurück in die Ausgangsposition. Puh, geschafft. Zweite Seite. Sehr gut. Okay. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist im Prinzip einmal gehen, also es ist ein Schrittzyklus quasi, als maximale Übung. Also da haben wir alles drinnen, was die Hüfte kann. Extension, Flexion, Abduktion, Adduktion, Innenrotation, Außenrotation. Dreidimensionale Gelenke wollen dreidimensional bewegt werden. Gut, das ist, als würdet ihr sonst immer nur Schnitzel mit Pommes essen. Ist zwei Tage lang gut, dann wird's öd. Okay, Seitenlage. Beine sind im rechten Winkel, Arme sind übereinander. Ihr drückt den unteren Arm und das untere Knie in den Boden hinein. Becken aufrichten, sprich langer Rücken, Schambein hoch Richtung Bauchnabel. Aktiver Core, 360 Grad rundherum aktiv. Alles ist fix, es bewegt sich nur in eurer rechten Hüfte. Gut, die erste Bewegung ist reine Flexion, Knie Richtung Brustbein, ohne dass das Becken mitgeht. Für alle Yogis wie bei Ananda Balasana, Happy Baby. Dann Knie und Fuß hoch zur Decke, Abduktion. Ja? Und da soll nicht das Becken mit nach hinten drehen, reine Abduktion in der Hüfte. Knie bleibt, Fuß zur Wand hinter euch. Das ist eure Innenrotation. Und jetzt alles so hoch und so weit nach hinten zurückdrücken, wie es nur geht, ohne dass euer Becken sich mitbewegt. Drück, 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 bis ihr dann in der Extension seid. Knie sinken lassen zur Mittellinie.
Und dann Knie wieder nach vorne holen. Zweite Runde. Jetzt zieht das Knie zu euch hoch in die Flexion, ohne dass das Becken mitgeht. Core ist aktiv. Knie hoch Richtung Decke, Abduktion. Knie bleibt, wo es ist. Der Fuß schwenkt nach hinten, Innenrotation im Hüftgelenk. Jetzt soll es schon ein bisschen zittern. Aktiver Core. Und jetzt schiebt alles nach hinten, so weit es geht, ohne dass ihr ausweicht in der Wirbelsäule. Und dann das Knie sinken lassen zur Mittellinie, nach vorne zum zweiten Bein. Zwei Runden zurück. Wir starten mit Extension. Ihr schiebt euren rechten Fuß zurück zur Wand hinter euch, sodass die rechte Hüfte in Extension ist. Fuß bleibt, Knie nach oben. Eure Außenrotation. Wunderbar. Jetzt ganz, ganz wichtig. Haltet die Taille lang. Abduktion. Alles nach oben, ohne dass die Taille, die rechte, kollabiert. Und dann nach vorne schließen. Zu dieser Mittellinie, Knie über Knie. Zweite Runde. Wir starten wieder. Extension. Euer unterer Arm und euer unteres Knie drücken in den Boden. Core aktiv. Schiebt das Bein hinter euch. Haltet den unteren Rücken lang. Lasst die Rippen drinnen. Außenrotation. Fuß bleibt. Knie hoch zur Decke. Wunderbar. Alles bleibt, wie es ist. Vor allem die Taille bleibt lang. Wenn ihr jetzt das Knie zu euch hochzieht, in diese Abduktion, Flexion, soweit es geht, nach vorne. Und dann wieder schließen. Okay, gut. Das war kontrollierte, aktive Rotation für die Hüfte. Und weil ich so viel gequatscht habe, haben wir jetzt schon eine Stunde vorbei. Das ist ein Wahnsinn. Ich hätte nämlich noch die eine oder andere Übung. Die werden wir dann einfach am Donnerstag machen. Wir machen noch eine Übung in der Bauchlage. Das ist reine Hüftextension. Und dann kommt am Ende sowas wie beim Yoga ein Blitzschasana, ja? Kurzer Bodyscan. Also nochmal reinbeißen, wir schaffen das. In die Bauchlage bitte. Tut mir leid, dass ich ein bisschen überzogen habe. Es ist schon 5:05. Wir sollten das in 5 Minuten erledigt haben. Also, Bauchlage, Hände auf die Stirn, Schultern weg von euren Ohren, Füße sind hüftbreit geöffnet. Drückt die Unterarme und die Ellbogen in die Matte hinein. Drückt euer rechtes Bein in die Matte hinein. Beugt euer linkes Knie. Zieht die Fußspitze vom linken Fuß zu eurem Schienbein, sodass die Fußsohle jetzt parallel zur Decke ist. Ihr drückt, was nur geht, euer Schambein in den Boden hinein. Jetzt sollte die linke Pobacke schon wie Stein sein. Okay, bleibt hier und beginnt den linken Oberschenkel etwas abzuheben. Richtung Decke hoch. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, Schambein in die Matte, Bauchnabel hoch, 3, 2, 1, dann wieder kurz sinken lassen, nochmal das Setup erneuern, Schambein in die Matte hinein, Bauchnabel weg von der Matte, das ist aktiver Core, drückt die Ellbogen und die Unterarme in die Matte hinein, hebt euer linkes Bein hoch, für 10, 9, 8, langer Rücken, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen, ausstrecken. Zweite Seite. Beugt euer rechtes Bein. Fußspitze zum Schienbein ziehen. So ist das Sprunggelenk verriegelt. Arme drücken in die Matte, Schambein in die Matte, linkes Bein drückt in die Matte, lediglich das rechte Bein etwas anheben. Oberschenkel von der Matte lösen, ohne dass ihr in den unteren Rücken zieht. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zurück zum Boden. Wenn es krampft, was macht ihr dann? Etwas weniger. Genau. Okay, nochmal. Unterarme schieben in die Matte, Schambein in die Matte, linkes Bein in die Matte und rechtes Bein hoch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 und auflösen. Okay, gut. Dann aus der Bauchlage in die Rückenlage. 2 Minuten Bodyscan, parasympathisches Atmen oder auf Yogisch Blitz-Shavasana. Ihr braucht euch nicht anziehen, das rentiert sich gar nicht. So lange haben wir gar nicht Zeit. Rückenlage, gerne etwas unter den Kopf. Ausstrecken. Okay, das Erste, was ihr gleich versucht, ist entspannte Bauchatmung. Langes Ausatmen. Jetzt wirklich alles loslassen. Core ist off. Core ist aus. Alles ist aus. Dieses dreidimensionale in den Bauch hineinatmen, wo nichts mehr dagegen hält. Kopf ist entspannt, Schulterblätter sind entspannt, Arme sind entspannt, Brustkorb ist entspannt, das Becken ist entspannt, Beine sind entspannt, Füße sind entspannt. 3-dimensionales in den Bauch hinein einatmen. Und lange aus. Wer möchte, auf 4 Zähler ein und auf 8 Zähler aus. Verlängertes Ausatmen. Brustkorb bleibt ganz entspannt. Lediglich den Bauchraum dreidimensional füllen. Bauch, Taille nach hinten in den Rücken. Betonung liegt gar nicht so sehr jetzt auf dieses Platz machen, sondern dieses entspannte Zwerchfellatmen und dieses lange Ausatmen. Auf 8 Zähler, dieses lange Ausatmen ist das, was unseren Parasympathikus, diesen Entspannungsteil vom vegetativen Nervensystem anspricht. Genauso wie wir lernen, Muskeln direkt und kontrolliert anzuspannen, genauso darf unser Nervensystem und unser Muskelsystem lernen, mehr oder weniger auf Befehl abzuschalten. Dieses schnelle Hin- und Her-Switchen zwischen Sympathikus und Parasympathikus ist dieser ganz natürliche Zustand unseres Nervensystems, das wir ein bisschen verlernt haben, weil wir ständig in dieser erhöhten Spannung leben. Aber dieses schnell anspannen, schnell entspannen, schnell im Sinne von diese Ansprechbarkeit, das ist das, was wir anstreben, damit wir in Balance kommen. Okay, gut. Gerne über die Seite aufrichten. Das war unsere erste Einheit für mobile Hüften in dieser Woche.